Intime Fragen beantwortet Christina Henny lieber zurückhaltend. Nun hat sie bei einer solchen gelogen, und das ziemlich offensichtlich. Drei Antworten, aber eine ist eine Lüge. Und das fliegt auch sofort auf. Let's Dance, Tänzerin Christina Henny stellte sich jetzt einem Social-Media-Spiel der Schweizer Illustrierte. Ihre Aufgabe, bei Antworten auf drei Fragen sollte sie eine Lüge verstecken. In die Irre führen konnte sie zwar niemanden so wirklich, und doch nutzte sie das Spiel clever aus. Verrücktester Sexort, Christina Henny will sich nicht erinnern können. Denn auf die Frage, was der verrückteste Ort sei, an dem sie Sex hatte, antwortet Henny, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Die FollowerInnen und Follower der Tänzerin sind sich ganz sicher, hier hat sie geflunkert. Das wird auch anhand des Lachens der 34-Jährigen deutlich. Außerdem ist sie bei ganz privaten und intimen Fragen generell eher zurückhaltend. Da kam ihr die Möglichkeit, bei einer Frage zu lügen, doch wie gerufen. Was bei den Fragen außerdem über Henny rauskommt, sie hat ein Trauma wegen Spritzen. Weil ich als Kind einmal geimpft wurde und dabei festgehalten wurde. Christina Henny, bei unzähligen Trainingsstunden in Luca verliebt. Eine Erfahrung, vor welcher sie ihre eigene Tochter sicher bewahren wird. Seit Sommer 2024 ist die Tänzerin Mutter. Erst kürzlich hatten Christina Henny und ihr Partner in ihrem Podcast deutlich gemacht, dass sie dringend Hilfe benötigen. Vater des Kindes ist der Schweizer Sänger und frühere DSDS-Sieger Luca Henny, 30. Das Paar hatte sich Anfang 2020 bei der RTL-Tanzshow Let's Dance kennengelernt. Bei unzähligen Trainingsstunden hatten sie sich ineinander verliebt und sich gleichzeitig auf Rang 3 der Staffel getanzt. 2023 folgte dann die Hochzeit.